Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Special. Ich weiß noch nicht genau, was ich von der letzten Folge halten soll. Also von den Fischern, die wir da. Heilige Kacke, Alter. Warum hat er uns angegriffen? Vor allem, warum konnten wir ihn nicht angreifen? Wir hatten ein Steinschwert. Und wo sind wir jetzt überhaupt? Okay, ich glaube, wir sind nach Westen, nein, nach Süden gegangen. Weil da war ja auch ein Berg, ne? Genau. Wir sind nach Süden gegangen, weil da nämlich kein Berg war. Oh Gott, Alter, ey, oh Mann, ey, das gibt's doch jetzt gar nicht. Die Sache ist, wir werden unsere Insel niemals wiedersehen. Vor allem, wir müssen ja auch unsere Sachen wiederholen. Gut, so viele wichtige Sachen waren jetzt nicht drin, ne? Aber trotzdem. Tja, und jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo wir lang gelaufen sind. Sind wir geradeaus oder nach da gelaufen? Meines Erachtens nach haben wir uns rechts links gehalten. Weil hier kam Wüste und sowas. Genau. Das heißt, wir sind nach hier gelaufen. Ich werde meine Sichtweite ein bisschen erhöhen, damit wir uns besser orientieren können. So, hier sind wir weitestgehend geradeaus gelaufen. Alter, ey. Warum habe ich mir auch keinen Homepunkt gesetzt? Vollidiot. Tja, wir werden unser Haus nie wiederfinden. Das war's denn, du schöne Welt. So, sind wir in die Richtung oder in die Richtung gelaufen? Okay, da hinten kommt Bambus. Ich glaube, wir sind hier in der richtigen Gegend. Genau, da hinten kommt auch der erste Teich. Das heißt, wir sind ja, glaube ich, in die Richtung gelaufen. Nee, das ist richtiges Wasser. Obwohl, doch, genau, hier vorne ist ja. Nee, ist kein Teich. Oh Gott. Ja. Wir haben uns direkt erfolgreich verlaufen. Und die Frage, die uns alle beschäftigt: Was zur verfickten Hölle waren das für Kobolde oder was auch immer das darstellen sollte? Und warum konnten wir denen keinen Schaden zufügen? Wir konnten uns nicht mehr verteidigen. So etwas nennt man Mobbing. So, ich versuche mal hier hoch zu gehen. Weil ich bin mir relativ sicher, dass wir in die Richtung gelaufen sind. Aber ich sehe hier kein Wasser. Und wir sind irgendwo lang gelaufen, hinten ist Schnee. Ach, Kacke. Okay. Dann waren wir doch nicht in die Richtung unterwegs. Ojo. Komischer Name. Ne, hier waren wir auch nicht. An so einen Krater kann ich mich gar nicht erinnern. Warum bauen wir eigentlich immer alles ab? Wir können auch einfach nur die Sachen hier ernten. Und so. Dann hat wenigstens auch die Generation nach uns, oder wenn wir wieder sterben sollten, noch ein bisschen Verpflegung. Warum baue ich jetzt überhaupt so viel Zeug ab? Ich verirre mich doch nur wieder. So, wir gehen mal in die Richtung da hinten. Ja, wichtig ist bei dieser Mod, dieser Abbaumod, wenn man da auf so dünnen Gebüschen draufsteht, dann sammelt man die Sachen nicht ein, weil man nur das einsammelt, was man entweder auf der gleichen Ebene wie man selber ist oder über einem ist. Aber Sachen, die unter einem sind, werden nicht eingesammelt. Glaub. Ach nee, halt. Okay, dachte gerade schon. Dachte, das war die Insel, wo wir gerade waren, da hinten. Also müsste da unser Haus sein. Aber nein, das ist es noch nicht. Aber wir halten uns einfach mal hier in der Strandnähe auf. Weil wir nämlich Glück haben, ist. Genau, da hinten ist der Tannenwald. Das heißt, wir müssen in die Richtung gehen. Ja, doch, das ist es. Das ist.
Eben, denn der Tannenwald ist, müssen wir da so querfeld eingehen, oder? Wir halten uns trotzdem erstmal in der Nähe des Tannenwaldes hier auf. Ich glaube, wir sind hier soweit sogar schon gar nicht mal so verkehrt. Da war aber unsere Insel nicht, oder? Nee. Okay, also wenn ich mich richtig erinnere, dann sind wir bei dem Tannenwald, als wir den Tannenwald gesehen haben, sind wir nach rechts abgebogen. Das heißt, in die Richtung müssten wir gehen. Aber ich wage es nicht, da jetzt allzu weit reinzugehen. Ich würde mich doch gerne in Wassernähe aufhalten. Einfach, weil ich fast schätze, dass wir auch hier in dieser Nähe geblieben sind. So, da ist auch wieder Wasser. Sehr schön. Aber hier ist nur ein kleiner geschlossener Teich. Also nicht die Art von Wasser, die wir suchen. Ach, das ist aber Mist. Tja, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass wir unsere Sachen wiederfinden. Alter, das sieht ja auch so absolut geil aus. Diese Atmosphäre, diese Landschaft. Und die Musik dazu. Ich halte am besten wieder die Klappe, dann kann man der Musik besser lauschen. Okay, Musik ist sowieso gerade aus, danke dafür. Mein Platz nicht gemacht. So. Kommt jetzt hier nochmal Wasser oder eher nicht so? Weil wenn nicht, dann sind wir am A. Da ist es doch! Ja! Leck mich am Arsch, wir haben es gefunden. Was bist du denn? Egal. Es ist unsere Insel, es ist locker, es dreht mich schon wieder. Es ist locker unsere. Ja, da hinten ist doch der rosa Baum. Ja, leck mich doch am Arsch. Holy shit. Wir haben unser Haus wieder gefunden. Ach, ein Träumchen. Tja, ich weiß noch nicht, was wir da mit der Höhle machen. Ob wir in die Höhle nochmal reingehen sollten. Die Sache ist, wir brauchen unbedingt Eisen. Naja, im schlimmsten Fall würde ich einfach mal sagen, wir bauen uns einfach nach unten. Hier, direkt hier, also da, wo wir gerade sind, bauen wir uns einfach nach unten oder sowas. Zumindest so lange, bis wir erstmal zwei Eisen haben. Ah, die erste Nacht ist gewachsen. Sehr schön. Okay, mal sich bitte wieder runterstellen. Danke. Ist so doch viel angenehmer, von der Framerate her. Gut, ich hole die Dinge auch gleich wieder ab. So, hier drauf sollen sowieso keine sein. Das war ja nur, damit die erstmal schneller wachsen. Oder wir relativ schnell mehr haben. So, jetzt haben wir schon wieder schon unseren ersten Stack Blaubeeren. Das ging relativ schnell. So. Unsere Steinwerkzeuge sind natürlich auch in der Höhle. Das heißt, wir werden uns jetzt neue bauen. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Wir haben noch eine Stahlspitzhacke. Warum sagt dir das eigentlich keiner? Wollt ihr mich verarschen? Okay, dann haben wir alles, was wir brauchen. Easy. Okay. Tschüss, du schöner Knochen, der da irgendwo unten liegt. Der Nächste, der ihn findet, wird sich freuen. Für mich ist dieser Knochen Geschichte. Wir haben quasi nicht nur unsere Gebeine begraben, sondern auch unsere alles. Also einfach alles. So.
Ich würde gerne. Hier so. Ja. Ich glaube, was auch immer ich jetzt gerade vorhabe, wird nicht funktionieren. Hä? Ach doch, da, sehr schön. Grenzenlose Sicht da unten. Sehr gut. So. Jetzt habe ich aber nur ein Problem, wenn es unter uns eine Höhle kommt, sind wir am Arsch. Ich sollte das Ding vielleicht doch zwei breit bauen. Dann können wir uns immer so links, rechts runterstufen. Achso, siehst du, als allererstes mache ich mal hier Z-Home. Home. Ach, ich habe schon Multi-Homes installiert? Ich dachte, Multi-Homes habe ich noch nicht installiert. Nö, habe ich auch gar nicht. Doch, habe ich. Lol. Ach so, einfach nur so. Ah, interessant. Okay, ich habe Multi-Homes doch schon installiert. Ja, lol. Ja, lol, ey. So, mach nach links oder nach rechts? Ich würde mal sagen, nach... Ich mach nach rechts. So. Sehr schön. Genau. Und wir können jetzt hier wunderschön nach unten baggern. Holz für Leitern habe ich auch gleich dabei. Okay, die erste Kohle haben wir auch direkt. Und ich hoffe mal, wenn jetzt hier ein bisschen Lichteinfall ist, dann kriegen wir hier auch nicht wieder so eine komische Trolle. Weil ich schätze mal, weil die haben ja angefangen unsere... Ja, guck mal das Bild an, da ist Eisen. Und was finden wir? Alles außer Eisen. Danke dafür. Weil die Trolle haben auch eine Fackel von mir abgebaut. Das heißt, ich denke mal, die leben ungerne bei Licht. Und die Sonne können sie ja schlecht abbauen. Das heißt, solange wie wir hier ne Licht und so, dürften sie uns nichts anhaben. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel baue. Wegen den Leitern. Ich mache ein bisschen Holz. Mit dem Holz ein paar Stöcker. Wow, das war ganz schön viele. Egal, umso besser. Sehr schön. Und unsere Stahlspitzhacke ist auch schon wieder zur Hälfte aufgebraucht. Und für was? Für genau gar nichts. Das ist traurig. Also dieses Rumgezappel hier ist ja schon ganz schön funny.
Hallo? Wie wär's mal hier mit ein bisschen Materialien? Okay. Fängt gut an. Fängt echt gut an. Ja, komm. Ach, komm. Ich weiß nicht, ob wir hier... Weil ist ja der ganz normale Map-Gen. Ist ja der V7-Map-Gen, müsste das sein. Aber... Man merkt halt, wie absolut selten mittlerweile die Sachen spawnen. Beziehungsweise bei dem Kreativserver, da haben wir halt massig Eisen. Da sind wir aber auch schon bei minus paar tausend. Bis zu dieser Ebene müssten wir quasi erstmal kommen. Und da haben wir eine Höhle. Ah, leck mich drauf am Arsch. Gut, wir wissen aber, jetzt können wir hier gleich Leitern verbauen. So, dass wir hier auch gleich wieder hochkommen. Keinen falschen bekommen. Nice. Nein. Ich höre sie schon wieder. Das war so ein Viech. Ja. Oh, leck mich am Arsch. Nope. Kannst du schön alleine der Scheiß machen hier. Wir brauchen zuallererst mal ein paar Fackeln. Dann leuchten wir die ganze Kacke unten so aus, dass sie sich in ihre eigene Scheiße verkriechen. Was höre ich gerade? Ah, guck mal an, hier oben. Nee, hä, man kann doch mehr machen. Hä, eben 96. Hä? Stimmt, hier auch 99. War nicht letztens irgendwas, wo wir nur 64 machen konnten? Oder gibt es hier für verschiedene Items verschiedene Limits? Das kann natürlich sein. So, packen wir auf für Cleaner. Nein! Ich werde euch alle so ausleuchten, ich werde euch quasi ausräuchern. Mit Licht. Aber jetzt auch wieder kein Eisen. Okay, die machen erstaunlich wenig. Sicher, das kann nicht wahr sein. Okay. Ich glaube, was ich jetzt mache, ist dumm. Ich mach's mal anders. Ich baue mir meine ganzen Fackeln wieder ab. Das ist ja eine Fackelverschwendung hier. Was will der von mir? Brauchst du was? Die Frage ist, jetzt sind sie wieder nicht aggressiv. Kann es sein, dass ich vorhin aus Versehen einen gehauen habe? Und die deswegen aggressiv wurden? Oder wenn ich einfach noch eine Weile aggressiv, wenn ich so lange in deren Nähe bin oder sowas? Dass sie scheu sind und mich quasi irgendwann als Bedrohung einstufen oder so. Das wäre halt schon echt geil. Das wäre halt so richtig so, ne? So real life
Fragezeichen mäßig. Weil jetzt gerade machen die gar nichts. Die stehen halt da und... Ja, keine Ahnung. Der guckt mich ab und zu an. Mehr aber auch nicht. Oh nein. Der haut mich wieder. Ah, lol, okay, also wenn ich auf die raufkomme, dann ist aber Feierabend. Okay, verstehe. Ich darf also sie nicht von oben berühren. Weil ich ihnen damit quasi Schaden zufüge und die dann zurück angreifen. Okay, das ist interessant. Das ist eine Spielmechanik, die kann ich nachvollziehen und die ist tatsächlich cool. Das heißt, wenn mich nochmal so ein Viech belästigt, einfach auf den Kopf springen. Würde man im Echten genauso machen. Einfach seinen Kopf als Trampolin benutzen. Das ist human, das kann man so machen. So, mittlerweile sind wir wieder ganz schön am Verhungern. Scheiße, ich hab's gefunden. Wo hab ich meine ganzen Blaubeeren hingepackt? Hab ich die alle in die Kiste gepackt? Wäre ein bisschen blöd. Wäre ein bisschen total dämlich. Wieso habe ich meine ganzen Blaubeeren nicht mitgenommen? Verstehe ich gerade nicht wirklich. Da pflücke ich 20.000 Blaubeeren und packe die alle in meine Kiste. Ich bin auch bescheuert. Also. Ne, jetzt mal hier no joke. Das ist ja hier. Was wollen der Schieß? So, dann kommt mal her, ihr meine schönen Blaubeeren. Nein. Hieronymo! Ja, bitte nicht hauen. Ich würde mir gerne was versuchen. Okay, interessant. Kam der jetzt von den Viechern? Cool, dann kann ich ja dem netten Herrn gleich direkt den ersten Bug-Report senden. Ist auch noch was Schönes, was Feines. Was jetzt genau? So, Taylor Smith, bitte von was schreibe ich für eine Kacke? So, ja, Goblins. Okay, also manuell wehtun, schlechte Idee. Ah, okay, ja. Das gleiche Problem, womit auch Cut Mobfredo zu tun hat. Ah ja, wie gesagt, werde ich den netten Herrn gleich mal direkt ins Forum stellen. Hat da ein bisschen was zu arbeiten. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit vor und sieht man sich später wieder. Bis dann.